Ja, jede Frau hat eine lange Schlange in so einen Dating-Apps. Mein Gott, komm drauf klar, dass du nicht der einzige Mann auf der Welt bist. Hi, ihr Lieben. Vielleicht habt ihr schon mein Video über Tinder gesehen und über meine Tinder-Dates. Ich bin ja immer noch Single und bin auch immer noch am Daten und habe jetzt die Facebook-Dating-App ausprobiert. Wollte euch mal zeigen, wie das aus Sicht einer Frau ist. Und zwar habe ich jeden Tag mehr als 30 Likes, kriege dann hier immer so ein kleines Icon. Ja, du hast hier ein Like und bla 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 und guck doch mal, wer da so ist. Das ist der Vorteil, finde ich, gegenüber Tinder, dass man halt gleich sieht, wer einen geliked hat und dann sich nur die Leute angucken braucht, die einen geliked haben. Bei mir ist es leider so, dass mich meistens nur die liken, die ich nicht so gut finde. Aber ich gehe jetzt gerade mal mit euch zusammen durch meine Likes durch und ja, offenbare sozusagen meine Aussortierliste. Also gehen wir hier mal rauf. Da steht dann immer nur 30 plus. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel den Florian. Was ich schon mal sympathisch finde, er mag Brettspiele, weil ich spiele ja auch immer so gerne. Und was ich sowieso sagen muss, ich gucke mir immer die Beschreibung an, was die Leute schreiben und auch die anderen Fotos. Ich gehe nicht nur vom ersten Foto aus. Ich gehe hier immer gleich erstmal runter. Was hat er so über sich preisgegeben? Und das passt für mich eigentlich schon mal von der Persönlichkeit her ganz gut. Er scheint ganz witzig zu sein, deswegen like ich ihn auch. Okay, also bei dem Profil muss ich jetzt schon zweimal irgendwie vor mich hingrinsen. Allein deswegen kriegt er schon ein Like. Ugh. 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 So, hier ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und zwar, also es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt dislike, weil er irgendwie jetzt nicht besonders gut aussieht oder sonst irgendwas, sondern er schreibt mir bildhübsche Frau. Man kann auf die Fotos auch direkte Kommentare schicken, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Dazu müsst ihr jetzt wissen, dass mein Profil, also ich schwenke jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Ursprung eigentlich. Und zwar ist es ja so, ich habe halt dieses Tinder-Video und ich habe halt diesen YouTube-Kanal. Das heißt, eigentlich bin ich der Meinung, dass Leute mich schon sehr gut kennenlernen können, bevor das erste Treffen überhaupt stattfindet. Da sie diesen Vorsprung haben, finde ich eigentlich es auch total legitim, wenn ich sage, guckt euch einfach ein paar Videos an oder besonders das Tinder-Video an, und entscheidet dann, ob ihr Interesse an mir habt oder nicht. Denn wenn da schon gar kein Interesse besteht, ein Video anzugucken oder halt jemanden von vornherein schon mal so ein bisschen kennenzulernen, dann brauche ich mich ja mit der Person auch gar nicht erst treffen. Wie gesagt, man hat über 30 Likes am Tag. Wie soll das funktionieren? Man kann sich ja nicht mit jedem treffen. So, deswegen habe ich das auch so reingeschrieben. Also das ist jetzt hier so mein Text. Und ich schreibe auch extra rein, dass es halt nicht irgendwie eingebildet ist, dass ich sage, ich habe über 30 Likes am Tag. Es ist einfach nun mal so, dass Frauen einfach mehr geliked werden als Männer. Das ist das Gesetz der Natur sozusagen. Also ich bilde mir darauf nichts ein oder so. Und ich schreibe halt rein, dass es halt weniger Zeit kostet als ein Date, einfach mal sich ein Video anzugucken. Und ich schreibe jetzt hier ja zum Beispiel auch rein, dass ich mich nur mit Leuten treffen werde, die mir schreiben, was sie an mir interessant finden, was nichts mit der Optik zu tun hat. Das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, die ich habe, für die erste Kontaktaufnahme. Damit ich einfach sehe, dass sie ja, ein Video angeguckt haben und einfach schon mal ein Grundinteresse an mir als Person haben und nicht einfach nur meine Optik gut finden. So, dann habe ich hier noch halt was über mich geschrieben, so was halt für mich ja, zutrifft, die Fragen beantwortet.
gebe halt dadurch auch sehr viel von meiner Persönlichkeit in dem Profil schon preis. Also man muss noch nicht mal unbedingt ein Video gucken, um meine Persönlichkeit so ein bisschen einschätzen zu können und so irgendwas daraus zu finden, was man irgendwie gut finden könnte. Dann habe ich hier jetzt nochmal geschrieben, ich habe keinen Bock auf Leute, die sich nur die Bildchen angucken, ne, nicht lesen. Genau, ich suche jemanden, der gerne Spiele spielt und offen für Lab ist. Und jetzt habe ich hier nochmal geschrieben, also das mit dem Artikel, dass man auch sieht, dass es wirklich stimmt. Ja, und dann noch zwei, also ein Zitat und ein Wortwitz. Soziales Anliegen, was mir wichtig ist. Und mein Instagram-Kanal. Also allein schon von meinem Profil aus kann man wirklich sehr viel über mich erfahren. Und es reicht meiner Meinung nach, um etwas über meine Persönlichkeit sagen zu können, was man vielleicht irgendwie gut finden würde. So, also kommen wir jetzt hier nochmal zu dem Kandidaten. Er schreibt bildhübsche Frau. So, der ist für mich von vornherein schon auskandidelt, weil er eben nicht mein Profil gelesen hat und nicht weiß, worauf es mir ankommt. Davon abgesehen überzeugen mich die Bilder halt auch nicht besonders. Und das, was er schreibt, ist jetzt auch nicht so der Burner. Also, ja, der wird auf jeden Fall gedisliked. Beautiful. Also auch wieder. Ugh. So, dann haben wir jetzt hier ein Profil, was eigentlich von den Fotos her ganz okay ist. Aber er schreibt halt so gut wie gar nicht so seine Persönlichkeit. Er schreibt zwar rein, dass er nach einer langfristigen Beziehung sucht, aber nach dem Profil zu urteilen, finde ich, sieht es eher danach so aus, als ob er nur Sex sucht. Und er spricht nur Englisch. Ja gut, ich spreche zwar auch einigermaßen gut Englisch, also ich könnte mich schon verständigen mit ihm, aber darauf habe ich einfach keinen Nerv. Das ist mir zu anstrengend. Ich will schon jemanden, der eigentlich gut Deutsch sprechen kann. Also das ist für mich dann auch ein No-Go. Ja. So, der liebe Kerl hier hat versucht, vielleicht meinen Profiltext sozusagen ernst zu nehmen und zu sagen, dass ich nicht hübsch aussehe, sondern sympathisch, was er denkt vielleicht, dass das dann irgendwie ja, das Ganze besser macht. Aber es sagt halt auch nichts über meine Persönlichkeit aus. Und er gefällt mir optisch nicht. Nee. Bei diesem Profil hier denke ich zum Beispiel total Selbstdarsteller. Ich meine, ich bin schon ein Selbstdarsteller und mache das aber anders. Ich mache nicht nur Fotos rein, wo ich vor allen Dingen jedes Mal den gleichen Blick habe irgendwie. Kein richtiges Lächeln. Gut, hier ist einmal ein Lächeln drin. Aber nur Fotos, die total nichtssagend sind. Okay, er spielt Gitarre, das ist vielleicht noch was, was die aussagen. Aber das ganze Profil sagt eigentlich überhaupt nichts über ihn aus. Und er schreibt noch nicht mal, was er sucht. Also er sucht eindeutig nur Sex, bin ich der Meinung. Nee. 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 So, und was ist das denn für ein Profil?
Erstmal das Profilbild Happy New Year 2018. What? Dann ist der Kopf hier abgeschnitten. Dann ist hier eine Frau auf dem Bild, was er anscheinend nicht ist. Und hier ist auch der Kopf abgeschnitten. What the fuck? Wie kann man sich mit so einem Profil irgendwo bewerben? Geh weg. Hallo? Weg. Weg. So, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gut, der gefällt mir jetzt zwar optisch hier auch nicht, aber der hat bei Religion muslimisch angegeben. Und also davon abgesehen, dass ich sowieso überhaupt nicht religiös bin und auch Religion christlich mich abtören würde, muslimisch, ja, sorry, aber das geht gar nicht. Jetzt haben wir hier mal wieder ein klassisches Beispiel für nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Er schreibt, auf Poker hätte ich mal wieder Lust, was war dein stärkstes Blatt? Grundsätzlich ist es ganz cool, weil es halt wirklich auf etwas eingeht, was in meinem Profil steht und nicht auf meine Optik reduziert ist. Und auch was er hier so schreibt, auch die Couch ist mal schön und sehr auf, alles aufgeschlossen, liest sich alles ganz schön. Und auch die Fotos sind nett. Nett. Aber ich könnte mir jetzt bei dem nicht vorstellen, dass es irgendwie funken könnte oder so. Und er ist 36, er ist auch ein bisschen jünger. Na gut, aber er sucht auch was Zwangloses. Langfristig auch. Und er ist agnostisch. Also, ich like ihn jetzt mal und ich würde mich auch mit ihm treffen, aber ich rechne mir da keine großen Chancen aus, dass da mehr draus wird. Okay, also ihr seht jetzt schon mal, wie schnell ich durch diese Liste durchgehe und wegseppe und einfach, es gibt einfach so viele Leute da drin und man kann ewig durchschalten und ja. Und dann hat man so ein paar Likes. Immer hier auf Matches. Jetzt habe ich ja hier ein paar neue Likes dazu bekommen. Und wenn jetzt, also man liked sich irgendwie gegenseitig und dann schreiben die eh meistens nicht. Also meistens ist es so, dass ich denen dann schreibe. Bitte lies mein Profil, also das ist so mein Standardtext. Bitte lies mein Profil und antworte darauf, wenn du dich mit mir treffen willst. So, bei ihm habe ich das jetzt zum Beispiel am 30. Juni gemacht. Heute ist genau ein Monat her und es kam halt nie wieder was. So, und da könnt ihr euch mal die Liste hier anschauen, wie viele Leute ich hier drin habe, die halt einfach mich matchen, aber nicht schreiben. Und da soll man jetzt sich mit dem allen einfach treffen oder soll man einfach direkt den Leuten schon also die Telefonnummer geben und dann direkt sich schon treffen? Oder wie stellen die Männer sich das vor? So, und dann kann man zum Beispiel
auf deaktivierte Unterhaltung gehen, dann zeige ich euch mal was. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel am Anfang noch geschrieben, guck dir doch mal das Tinder-Video an, wenn es für dich passt, dann schreib mir, wenn nicht, dann nicht. Deal, so nach dem Motto. So, er schreibt dann Deal. Und guckt, fängt an, das Video zu gucken und schreibt dann, bekomme ich Schmerzensgeld, wenn ich das zu Ende schaue. Wenn er Schmerzensgeld bekommen müsste, um mein Video zu Ende zu schauen, dann kann man wohl davon ausgehen, dass es mit dem Date nicht funktionieren würde, weil er müsste mir auch ein bisschen länger zuhören, ne? Dann schreibe ich so schlimm. Und dann schreibt er, bewundere den Narzissmus, das Internet mit so langweiligen, banaler Scheiße zuzuballern. Und ich habe dann natürlich ein bisschen sarkastisch drauf reagiert, bewunderst mich und so, Boomer Alert. Und dann habe ich halt einfach nur geschrieben, siehst du, es funktioniert. Und dann hat er mich sozusagen weggedisst. So, dann habe ich hier mit jemandem ein bisschen länger geschrieben, obwohl er. Also da habe ich angefangen, einfach mal anders ein bisschen ranzugehen. Ich bin halt selber auf sein Profil eingegangen. Der war auf einem Bild geschminkt und ich dachte, dann würde er vielleicht auch mal Kajal für mich tragen oder so. Und das fand ich ganz interessant. Und deswegen haben wir so ein bisschen so hin und her geschrieben. Und dann, wo sich das nicht so richtig entwickelt hat, habe ich dann einfach geschrieben, ja, guck dir mal bitte das Video an und sag mir mal, ob dich das interessiert. So. Und dann sagt er direkt, nö, er hat keinen Bock, das Video zu gucken, er will sich direkt kennenlernen. Und dann schreibe ich, ja, ich will es eigentlich vermeiden, um unnötig Zeit irgendwie zu verbrauchen. Und er meint, nee, das klingt komisch, aber ich möchte jemanden lieber auf persönlichen Wege kennenlernen. Dann habe ich geschrieben, ja, du musst ja viel Zeit haben, weil ich denke, wie soll das funktionieren? Ja, und letztendlich lief es darauf hinaus, dass er der Meinung ist, er hat nicht die Zeit, meinen YouTube-Kanal anzugucken oder zumindest dieses eine Video von mir, aber er will sich direkt mit mir treffen und ich sage so, ja, das funktioniert nicht, ich kann nicht mich mit jedem hier treffen. Wie soll das funktionieren? Ich meine, ihr seht hier die Liste, das sind alles Leute, mit denen ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, was die Männer sich vorstellen, wie viele Likes man am Tag nur hat, einen oder was? So, und er schreibt jetzt hier zum Beispiel auch, er hätte, ihm wäre nach Kn Toben und Knutschen und nicht nur im Bett, also so. Und dann meinte ich, naja, so schnell bekomme ich dieses Bedürfnis halt einfach nicht. Da muss ich schon irgendwie eine Vorauswahl treffen für potenzielle Rangelpartner. Und dann schreibt er halt, er ist gut bestückt. Ja, wen interessiert's? Und dann frage ich ihn halt nochmal, ob ihm irgendwas an mir gefällt, was nicht optisch ist. Und dann schreibt er, find's raus, wie man so schön sagt. Ja, ich schreibe, ja, versuche ich gerade, indem ich dich frage, wie soll man es sonst rausfinden? Und dann schreibt er, er stellt sich ungern an bei mir, wenn die Schlange so lang ist. Ja, jede Frau hat eine lange Schlange in so einen Dating-Apps. Mein Gott, komm drauf klar, dass du nicht der einzige Mann auf der Welt bist. So, und er hier zum Beispiel sagt auch, sonst noch alles knusper bei dir. Ich finde das absolut absurd, dass er ein Video von mir angucken soll, um festzustellen, ob er mich gut findet. Und ich schreibe halt, nee, knuspert nichts, bin weich, auch in der Birne, ist vielleicht einfach zu heiß so. Und dann schreibt er, viel Glück auf deiner Suche, wenn du denkst, so jemanden für immer zu finden, spring mal um das Wasser und überleg dir mal, worum es so ankommt. Made my day. Also, da habe ich einfach nur geschrieben, ich finde es das traurig, dass er denkt, dass alle Männer so ticken wie er. Es sind doch noch mehr Männer auf der Welt, als die nur Sex wollen auf so einen Dating-Apps. Ich habe einige Paare kenne ich, die durch Dating-Apps wirklich ihren Partner gefunden haben und total glücklich miteinander sind. Warum ist das so komplett absurd? Und er hier zum Beispiel schreibt ja, dass er mein Profil gelesen hätte, selbstverständlich gelesen hätte und dass jeder seine Regeln hat. So. Und dann schreibe ich, ja, meine Regel ist, dass ich erstmal wissen möchte, was dich an mir interessiert. Also. Und dann schreibt er, es ist der erste Eindruck und dieser passiert in einem Bruchteil von Sekunden. Was mich an jemand interessiert, kann ich erst sagen, wenn ich ihn in Kontakt habe oder kenne. Alles andere wäre gelogen. Aber das ist doch Quatsch. Ich meine, ihr seht mich doch jetzt hier, wie ich rede, wie ich agiere, wie ich mich verhalte, was ich für Interessen habe. Man sieht in meinem Kanal, wer ich bin. Wie soll man denn da nicht entscheiden können, ob man jemanden irgendwie mag oder mögen könnte? Oder schreibt er, erzählen kann ja jeder viel. Hä? Warum sollte ich denn jetzt bei meinem Kanal irgendwas erzählen, was nicht stimmt, was mich überhaupt nicht sozusagen ausmacht? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Und dann schreibt er, das ist meine Entscheidung, mit wie vielen Leuten ich mich treffe. Ich sage, nee, das ist keine Entscheidung, das ist einfach unmöglich. Der Tag hat nun mal 24 Stunden nur und ich muss auch noch arbeiten. Wann soll ich denn das bitte alles machen? Und dann schreibt er, ja, filtern. Ich sage, ja, das ist mein Filter. Und dann habe ich hier am Ende noch geschrieben, du gibst mir ja keinen Grund, mich mit dir treffen zu wollen. Und denkst du, dein Profil ist schon so unwiderstehlich? Und dann schreibt er nur, nö, alles Gute. So, und jetzt wird es auch noch mal richtig beleidigend. Dann habe ich ihm halt das geschrieben, was ich immer schreibe. Klar, es ist ein Copy-Paste-Test, aber es ist einfach nur mal meine Art und Weise, rauszufinden, ob es sich überhaupt lohnt. So, und dann schreibt er nur, woher soll man wissen, was an einem jemandem gefällt, wenn man sich nicht trifft? Komme wieder dazu. Natürlich kann man rausfinden, ob man jemanden mag durch diese Videos und durch den Profiltext. Dann schreibe ich wohl nicht gelesen. Hä? Doch, sonst hätte ich wohl nicht geschrieben. Ich finde deine Stimme super, wir lassen das. Hä? Und dann schreibe ich, und wenn du meine Stimme magst, dann ist das doch schon mal ein Anfang. Besser als nichts, oder? Und dann schreibt er, möchte nicht mit 50 Männern gleichzeitig um mich buhlen. Ja, es ist eine Dating-App. Wie soll das funktionieren? Natürlich sind da über 50 Männer drin. Da sind sogar noch ein paar mehr als 50 Männer drin. Und wie soll er von Anfang an für mich besser rüberkommen als die anderen, wenn er einfach nur ein Foto von sich drin hat und nichts über sich erzählt? Und dann schreibt er hier am Ende, wie dumm bist du überhaupt? Woher soll man außerdem noch wissen? Nee, woher soll man außerdem noch wissen? Was wissen? Junge, Junge, hau mal rein, dümmste Frau ever. So, jetzt sagt mir doch mal bitte, oder sagt ihr mir doch mal bitte, ob das so dumm ist, dass ich der Meinung bin, dass man über meinen YouTube-Kanal schon ungefähr sehen kann, ob man mich mag oder nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr, die Männer irgendwie zuerst anzuschreiben, weil ich meine, alles steht in meinem Profil, es ist eindeutig. Wenn sie mich kennenlernen möchten, dann haben sie die Möglichkeit dazu. Sie könnten mich auch auf YouTube anschreiben, da ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Möglichkeiten gibt es viele. Nur der Bock ist halt einfach nicht da. Und wenn die dann schon nicht in der Lage sind, ein Video von, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so anzugucken, dann werden sie auch kein Date mit mir interessant finden, bin ich der Meinung. So, das waren so meine Erfahrungen mit dieser Facebook-Dating-App und beziehungsweise halt einfach auch so ein Rundumschlag, was Dating-Apps angeht. Und die Männer dahinter, die sozusagen wirklich, ich weiß nicht, was die für Erwartungen haben. Auf jeden Fall haben die anscheinend nicht die Meinung, dass Männer, also dass Frauen da so viel Nachrichten bekommen und so viel Likes bekommen. Und die denken, sie sind Gottes Geschenk an die Menschheit, wenn sie da einfach nur ein Profilbild reinmachen. Manche machen ja noch nicht mal ein Profilbild rein. Die machen dann einfach nur irgendwelche Landschaftsbilder da rein oder so. Oder sie reisen gern und das war's dann. Und dann soll man direkt drauf anspringen und denken, oh, das ist der Typ, mit dem ich jetzt unbedingt Sex haben will. Hä? Vor allen Dingen, wenn man was Langfristigeres suchen würde, also dann will man doch auch wissen, was die Person an einem interessant findet. Ja, also sagt mir mal bitte eure Meinung dazu. Bin ich vielleicht zu hart oder zu wählerisch? Oder ich meine, man muss ja irgendwie aussieben. Ihr habt gesehen, dass ich ziemlich schnell da durchgehe und denke so auf dem ersten Bauchgefühl, nee, der gefällt mir nicht. Aber ich habe ja auch ziemlich viele Likes, wo ich denke, na, könnte vielleicht passen oder ist ganz nett oder ich will dem sozusagen wenigstens eine Chance geben. Aber wenn dann halt einfach nichts mehr rumkommt und die mir nicht schreiben, warum soll ich mich denn dann bemühen? Also, was macht denn den mehr aus als andere? Und über ein Bild kann man sich nicht komplett verlieben. Man kann nur jemanden irgendwie einigermaßen interessant finden oder nicht. Aber man kann nicht aus einer Auswahl von 30 Leuten sagen, so mit dem muss ich mich jetzt unbedingt treffen. Ich gebe ihm sofort meine Nummer. Ist jedenfalls mega anstrengend und ich werde die App wahrscheinlich auch wieder löschen. Ja, Alternative ist natürlich sowas wie Lemon Swan oder keine Ahnung, Elite Partner oder so ein Scheiß, wo man so Persönlichkeitstest machen muss vorher, was ich auch eigentlich mega gut finde, weil da ja wirklich so ein bisschen sehr viele Fragen beantworten. Bei Lemon Swan fand ich das richtig cool, wie viele Fragen man da beantworten musste. Aber weil man erstmal ein Jahr Mitgliedschaft haben muss oder man muss 30 € im Monat bezahlen, wo ich denke, ey, bei bezahl
Dating-Apps, da sind sowieso nur diese ganzen Fake-Profile drin, die in einem schreiben, im Himmel ist Jahrmarkt und die dann irgendwie monatelang mit dir eine Online-Beziehung führen wollen. Ich habe Erfahrungen damit gemacht, ich habe mal einen Monat darin gearbeitet, also ich weiß, wovon ich rede. Dann ist es halt auch nicht für mich, ja. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und vor allen Dingen, wenn eine Dating-App schon sagt, du musst erstmal ein Jahr angemeldet sein, dann sind sie ja selber wohl nicht der Meinung, dass es sehr vielversprechend ist. Also es ist keine gute Werbung für die Dating-App. So. So, das dazu. Ich hoffe, ihr versteht meine Meinung und meinen Frust darüber. Wenn nicht, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Wenn ich zu wählerisch bin, schreibt es mir auch in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch noch mein Tinder-Video hier anschauen. Und ja, bleibt dran und bis dann.